Das ist doch ein Witz! Oh, lass mich doch raten, das ist wieder so ein Abwasserding. Abwasserkanal, ja. Wie bei Resi 2. Einzige Wunde auf der linken Hand ist. Her damit! Ich hatte dich gewarnt, Ethan! Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen! Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Ich wusste, es ist kein Arschloch. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ich wusste es. Gib mal den Schlüssel. Blackout. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Das wissen wir schon. Einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Neander. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Alter. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Was? Zurück mir. Ich wusste, dass er den Chris nicht als Arschloch darstellt. Ich hab's gewusst, dass sie den nicht so abtreten lassen. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glück, sage ich. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamizet infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Aha. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich auch als Mia ausgegeben, und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist damit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint, und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt, Alpha. Okay. Gibt's hier noch irgendwas?
Ich wusste es. Ich wusste, dass er den Chris nicht als Arschloch abstehen. Absetzen lassen. Das war einfach. Ich. Also den irgendwie als Arsch dastehen zu lassen, so der Rose entführt und so ein Kram. Das war einfach nicht. Das war Chris einfach nicht würdig. Und jetzt ergibt der ganze Shit auch Sinn. Also wir sind doch nicht ganz allein. Und ich darf das Ding hier nehmen. Aber wo ist... Polymerverbot? Na, Hauptsache es schießt. Heisenberg! Ich komme, Rose. Okay, der fährt automatisch. LB ist blocken. Right Trigger, Maschinengewehr. What the fuck? Hallo Duke! Ich hab Hunger auf den Schnitzel. Jetzt so eine Packung gebratenen Bacon. Wäre schon geil. LT und RT Geschütz abfeuern. Kann ich mich auch reparieren? Nee, ne? Du glaubst, du bist mir gewachsen? Du, dann bin ich wenigstens in Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Ah, das lädt auf. Echte Männer, deine Leiche wird sich gut in meine Armee machen. Komm schon. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters. Ja. Du bist auf dem Scheiße, bist du. Ich spiele auch nicht. Ja, komm. Easy. Och, komm schon! Ja, was denkst du? Aussichtslos, hab ich recht. Die auch. Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen. Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist Ethan gegen die Apokalypse.
Oh, du Ratte. Oh, wie soll ich den denn ausweichen? Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Ist doch blöd. Ich glaube, ich hätte ihn mehr schwächen können. Hätte ich gerne gemacht eigentlich, aber nicht. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir. Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei. Ich muss sie töten! Was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Das ist, glaube ich, nicht Rose. Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Geh das mit den Flügeln ist cool. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Hans, geht der Flammenwerfer! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Das ist schön. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wer weiß, ich bin mir gar nicht so sicher. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Wir sind also Mutter Miranda schon begegnet. Als diese Sorge, Hexe. Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Kalima, Kalima, Kalima. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen.
Wenn Ethan jetzt noch lebt, dann hat er eindeutig irgendwas im Blut. Also wenn er jetzt nicht Rip ist, dann stimmt. Boss, dann. Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Alter, spiel mir jetzt den Big Guy. Alter. Steroide lässt grüßen. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Alter. K9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Chris Redfield, der einzige Typ. Es ist eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war... Chris Redfield, der einzige Typ, der in so einem engen Ding... Was noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Alter, der Chris Rollkragenpullover, dünn ohne Ende und sieht trotzdem aus wie der Boss. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Ich glaube nicht, dass Chris Kontakt zur BSA... Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Ich glaube, jetzt ist Farm aus. Jetzt gibt's kein Quatschen mehr. Alter, die Waffe hätte ich als Ethan gern. Not even my way, motherfucker. I'm fucking Chris Redfield. What do you think are you doing? Verstanden. You nothing. Nothing more as a fucking trash can. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Was? Er hat einfach die OP-Waffen. Ja, Mann. Es müsste ein... Was ist das für ein Ding? Das
Propaganda. Na los. Oh, Alter, stell mal vor, so ein Garten als Halloween, weißt du, so selbstwachsende Bäume, die auch hin und her tanzen. Ich schwöre es dir, du hast niemand. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Mach Sitz, I'm fucking Chris Redfield. Behaltet eure Masken auf. Granate. Gewehr. Was ist das? Kein Zugriff. Oh. Es müsste einen Schwierigkeitsgrad geben. Verdammt, der Weg ist blockiert. Ganz ruhig. Der Weg außen, du bist frei. Zwischen fucking schwierig, sauschwer, Boss, ich bin schwer, bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Normal. Verstanden. Hier, Tantra. Hinterlasse Munition. Einfach. In einem der Häuser. Sehr einfach. Chris fucking Redfield. Yo, was sie einfach alles hat. Weißt du, wir pimmeln da mit so einer kleinen, gammligen Taschenlampe herum und der einfach... Alter, ich hätte mich ab sofort... Ich werde mich ab sofort in jedem fucking Fitnessstudio kaputt schinden. Dann werde ich einen Rollkragenpullover auf XXL so ausstopfen, dass er aussieht, als hätte ich XS. Ich brauche nicht fucking Hilfe, ich brauche einfach nur ein kleines Messer und der Rest ist gegessen. Guck sie an, Haufen Scheiße. Dann gehe ich ins Rathaus und lasse mich in Chris Redfield umändern. Dann heiße ich nicht mehr Sascha oder nicht mehr Graf Wallner, sondern fucking Chris Redfield. Von einer Mutant-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Wo muss ich lang? Wahrscheinlich hier lang. Macht Sitz hier auf dem Scheiße. Klingt jetzt doof, aber ich da mein Chris Redfield Body hab. Und dann mal Achim besuchen. Mal vorbeigehen und Hallo sagen. Okay, auf einfach ist es echt ein bisschen simpel. Ich bin auf Zielposition. Was ist der Groß? Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Dauert einen Moment, das Ziel zu erfassen. Halte den Laser möglichst lange drauf. Ehrlich. Komm grad nochmal. Nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Kein Problem.
Yo. Das Ding nicht mehr durch. Augenblick. Muss nachladen. Ich auch. Hallo, ich würde gerne. Der Pilz breitet sich an Sand aus. Das muss ihn stehen. Die BSA greift die Biowaffen an. Du hattest recht, die haben es auch auf den Megamyzeten angesehen. Ich glaube, Chris arbeitet nicht mehr für die. Daddy ist hier. Wollen wir mal über den einen oder anderen geblockten Account sprechen? Nee, Quatsch. Ich glaube, wer so einen Körper hat und so rumläuft mit dem Waffenarsenal. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Was? Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und... Es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Ich glaube, diejenigen, die derjenigen. Ich hab's gewusst, dass es hier noch irgendwie ist. Hab's mir irgendwie gedacht, dass es hier noch was gibt. Alter, guck dir die. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Was ist das? Krambit, Nahkampf, unübertroffenes Kampfmesser. Yo. Ich glaube, der hat ein anderes. Die Leute, die so rumlaufen, haben ein anderes Problem als irgendwelche Games. Den Megamyzeten, was? Fuck. Arzneispritze. Lobo, mir macht ja einer zu schaffen. Ich brauch deine Hilfe. Was? Bist du in der Höhle? Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutzt die! Nee, er benutzt nicht den Wundersaft. Direkt über dir aus. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Ich gehe hier weiter. Der Rest von euch bleibt oben. War da das Umbrella-Logo drauf? Ja. Umbrella Corporation, das gefällt mir nicht. Es könnte aber Neo Umbrella sein. Alter, warum habe ich so viel Munition? Es wird ja immer mehr.
Ist das ein Bug? Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutaleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Auf Mutaleaks. Ehrlich. Auf Mutaleaks. Schön. Da ist er. Der Megamycet. Das soll also der Embryo sein. Nee, es gab ja eine Neo Umbrella Corporation. Das hat man ja am 7er schon gesehen. Ich bin jetzt bei Megamycet. Und man munkelt, dass Neo Umbrella. Wurde aber auch Zeit. Gegründet wurde, um die Fehler von Umbrella irgendwie zu ver. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Alter. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ich glaube, Neo Umbrella sind diejenigen. Das muss Mirandas Labor sein. Das sieht so aus. Salvatore Moreau. Kadu-Kompatibilität schlecht. Nierenfunktionen unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Als Hülle für Eva. So, so. Kann ich das irgendwie rausnehmen? Was haben wir denn hier? Ups. Oh, diese Steuer. Alkina Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Ich hätte gedacht, gerade die. Aber naja, Vampir ist klar, macht irgendwie Sinn. Karl Heisenberg. Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten, kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umher bewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Und das ist bestimmt hier die Puppe. Donna Benvenito. Kompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen zu unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, die mit Mutamycet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Sie ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auslösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Auch als Hülle für Eva nicht geeignet.
Okay, wollen also Eve weiterentwickeln. Das ist das Kadu. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Schade. Interessant. Verschiedene Mutationen. Das sind also die Geschichten von den Vieren. Hab ich mir gedacht. Ist das jetzt irgendwie... Hier wurden Beobachtungen also vorgeführt von Eva. Das ist Mia und Eve. Und das ist der Embryonenstatus. Ich verstehe, oder ist das Mirinda? Ich bin selbst nicht so ganz sicher. Keine Ahnung, wer das ist. Ach, was weiß ich. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihren reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt mit einem halb im Schnee versteckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuches in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infiziert und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwittrigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich Ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollen eine einzelne, verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, die für diese